In diesem Video. Das ist natürlich, hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht. Finde ich schlecht. Bin ich ganz ehrlich. Ich rutsche halt immer wieder ab. Ich kann mich auch gar nicht in das Holz reinschneiden. Ja. Das können wir dann auch hier beenden. Moin Leute, willkommen bei einem neuen Video. Wir haben heute für euch ein Pomatec-Messer, und zwar das Pomatec-Gürtel-Messer im Test. Und ja, gucken mal, wie sich das Ganze so schlagen wird. Ich denke, das Messer wird die Feinarbeiten sehr gut leisten, sage ich mal. Der Schliff ist da, glaube ich, ganz gut für ausgelegt. Hab aber das Gefühl, dass es dann aufgrund der oben dünner werdenden Klinge beim Brechtest schief laufen könnte. Aber an sich denke ich, dass wir da mit den Feinarbeiten auf jeden Fall gut aufgehoben sind. Also ich glaube tatsächlich, das wird alle Tests packen. Okay. Aber ja, wenn es irgendwo scheitert, dann beim Brechtest. Aber ich glaube tatsächlich, das geht überall gut durch. Ja. Und das dachte ich beim W1 auch. Also. Ja, gut. Aber das werden wir noch sehen. Von daher viel Spaß beim Test. Herzlich willkommen bei der Bambusleitung. Hier erwartet euch Outdoor, Bushcraft und mehr. Bleibt dabei. Das Pumatec-Modell bietet eine Voll-L-Klinge aus rostfreiem 420er Stahl, abgerundet mit Schalen aus dekorativ gemasertem Zebrano-Holz. Wir haben eine Gesamtlänge von 21,3 cm mit einer Klingenlänge von 10,5 und einer Grifflänge von 10,8 cm. So Leute, kommen wir zum ersten Test vom Pumatec-Gürtelmesser, und zwar Hering. Gucken wir einfach mal. Ah, okay. Wir haben Schwierigkeiten, viel Holz abzunehmen. Ja, also es gestaltet sich auf jeden Fall nicht so einfach. Ja. Das ist natürlich, hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht. Aber wir gucken mal, wo wir hier rauskommen. Ja, das gefällt mir hier nicht so. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann kommt man auf jeden Fall zum Ergebnis. Finde ich schlecht, bin ich ganz ehrlich. Finde ich nicht gut. Wir saßen, glaube ich, noch nie so lange an einem Hering. Das schneidet ganz schlecht ab. Ich weiß nicht, ob man so arbeiten könnte. Nee. Also das gefällt mir gerade gar nicht. Ich würde das Ganze jetzt auch einfach abbrechen und würde sagen, also hätte ich nicht gedacht, aber Hering nicht bestanden. So, ja, trotz der, gut, ich sag mal, die Spitze, die kann man auf jeden Fall versenken, aber wir machen trotzdem nochmal die Kerbe. Einfach, weil wir das sonst immer machen. Ja, da kann ich schon etwas besser rein, aber der hört jetzt auch schon wieder auf. Also, ja, gut, das ist, doch, also eine Kerbe kriegen wir rein, auch mit Bemühung. Aber, weiß ich nicht, das ist nicht so, das ist nicht so optimal. Aber ja gut, eine Kerbe haben wir drin. Gucken wir mal, wie das Messer bei den anderen Tests abschneidet. So Freunde, kommen wir zu dem Featherstick und gucken einfach mal, ob wir hier irgendetwas machen können.
es rutscht halt einfach ab. Das. Ja, gut, das ist. Ne. Also ich rutsche halt immer wieder ab. Ich kann mich auch gar nicht in das Holz reinschneiden. Das ist hier gar nicht möglich mit dem. Das ist doch unglaublich. Das kann man doch nicht. Gut, hier ist jetzt so ein bisschen meine Unfähigkeit die Schuld. Nee. Also ich krieg's ja selber jetzt nicht hin. Kann auch an mir liegen, aber gut, ein bisschen was ist jetzt dran. Es ist jetzt aber auch kein gutes Ergebnis, weil es ist einfach eine krasse Bemühung, sich mit diesem Messer hier in das Holz reinzuarbeiten. Und das möchte ich ja nicht. Von daher, obwohl jetzt fängt es langsam an. Gut. Okay. Ich nehme erstmal alles zurück. Jetzt geht's. Sogar ein ganz schöner. Okay. Das ist jetzt eine Wendung, aber wir kriegen jetzt auch schön schöne Federn raus. Doch, gut. Hat sich jetzt erledigt, aber Featherstick ist doch bestanden. Okay, dann gucken wir mal, wie es sich beim Betonen so schlägt. Erstmal langsam an. Mal gucken. Hat ja doch schon ein paar Problemchen gemacht, aber ja, hier problemlos. Da macht es keine Anstände. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Da geht das problemlos durch. Wie bleibt hier? Jetzt haben wir nochmal einen etwas dickeren. Ja gut, der ist jetzt ein bisschen morsch, aber innen drin wahrscheinlich noch ganz gut. Gucken wir mal, ob es da auch durchkommt. Ja, tut es. Bisher zumindest sehr gut. Ohne Probleme. Natürlich jetzt ein bisschen schief, aber man kann auch nochmal gerade reingehen. Ja, da kann man auch wirklich ganz gut draufhauen, das tut dem nichts. Und man sieht auch innen drin noch frisch, da kommt es gut durch. Also Beton auf jeden Fall bestanden. Gut, dann kommen wir jetzt zum Brechtest. Was ich ganz lustig finde, das Puma-Ding, Siegel ist hier ausgestanzt. Jetzt habe ich hier wegen dem Beton überall die Holzfasern zwischen. Aber gut, Brechtest. Gucken wir mal, ob sich hier jetzt besser schlägt, beziehungsweise, oh gut, kommen wir auf jeden Fall schon mal sehr gut ins Holz. Ich habe tatsächlich ein wenig Sorge. Ja, das können wir dann auch hier beenden. Nicht schlimm, aber schon eine sichtbare Kurve im Material. Also erster Versuch direkt verbogen. Nicht bestanden. Ja, hier könnt ihr es nochmal im Detail sehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also auf jeden Fall deutlich zu erkennen, es ist eine kleine Biegung drin. Ich habe jetzt direkt aufgehört. Klar, hätte man jetzt das weiter ausreizen können, aber es muss ja nicht sein. Ist auf jeden Fall klar zu erkennen, dass es das nicht so gut mitgemacht hat. Ja, das PumaTech Gürtelmesser hatten wir jetzt im Test und ich bin ein wenig enttäuscht für den Preis von 35 Euro, den ich bezahlt habe. Hätte ich tatsächlich gerade beim Hering etwas mehr erwartet. Die Grundschärfe, die war recht schnell weg beim Hering dann. Beim Featherstick hat es dann ja nochmal irgendwie, hat es das nochmal irgendwie geschafft. Ja, aber ich finde es für feine Arbeiten irgendwie. Es hat nicht meine Erwartung erfüllt und ja. Also zum Betonen funktioniert es halt problemlos. Klar ist das eigentlich ein Messer, was auch absolut nicht dafür gemacht ist und allgemein, aber es ist halt sehr leicht. Wenn es ein bisschen schwerer wäre, wäre es schöner beim Betonen, aber es ging gut. Ja, und über den Brechtest, das habt ihr ja gesehen. Also das hat es halt überhaupt nicht gut verkraftet. Deswegen den auch nicht bestanden und abgebrochen. Ja, es ist schade. Also ich hätte jetzt auch tatsächlich
mehr erwartet. Ja. Vor allem, dass die Grundschärfe so schnell weg ist. Ja. Also es ist jetzt wirklich, also wir können sagen, es ist stumpf. Also wir können es, ja. Es ist einfach stumpf. Da nach dem, was wir jetzt damit gemacht haben, das war's. Ja, also ich finde es trotz alledem, also ich finde es optisch echt sehr schön. Es ist ein sehr schönes Messer, aber für den Preis hatten wir bessere schon im Test. Und ja, das, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gut, das ist das Fumatec Gürtelmesser. Ja, also von mir auf jeden Fall eine negative Bewertung, ja. Auch für den Preis und ja. Auch das mit der Schärfe. So. Ich meine, man kann über manche Sachen vielleicht hinwegsehen, aber wenn du jetzt wirklich damit rausgehst und brauchst es und es ist nach 2-3 Holzarbeiten stumpf, ja, dann ist es einfach unbrauchbar. Das ist richtig. Na, ja, gut, da brauchen wir auch gar nicht mehr zu sagen. Ich würde das Video an dieser Stelle beenden. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Kommentiert, wenn ihr Fragen, Anregungen, Ähnliches habt. Und über ein Abo würden wir uns auch freuen. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.